Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen den FC St. Pauli. Endstand vor 7.642 Zuschauern 0-5. Ich darf beide Trainer begrüßen, unseren Gast Fabian Hürzeler und unseren Coach Thomas Oral. Und ja, der Gast hat das erste Wort. Fabian, bitteschön. Ja, moin zusammen. Ich glaube, dass wir in den ersten 30 Minuten sehr, sehr dominanten, sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Wir waren gut in der Positionierung, wir haben vor allem klar Fußball gespielt, wir haben einfach Fußball gespielt und dann uns auch belohnt. Ja, natürlich war das erste Tor glücklich, aber die weiteren Tore in der Entstehung waren wirklich gut herausgespielt. Danach hatten wir so eine leichte Schwächephase ab der 30. Minute, wo wir unsauber wurden, wo dann auch Sandhausen ein oder zwei Gelegenheiten hatten. Und ja, mit der 45. Minute war das natürlich auch nochmal ein Gamechanger, die rote Karte plus das Tor für uns zum 4-0. Dann in der zweiten Halbzeit ist das Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ich fand trotzdem, dass wir die eine oder andere gute Tormöglichkeit hatten. Und es dann auch nochmal, und was mich sehr, sehr freut, ist, dass die Spieler, die reingekommen sind, auch so performt haben mit Lars, der dann den Assist gibt und natürlich Checo, der Doppelpacker, dann zu 5-0. Also auch da bin ich sehr happy, dass wir die zweite Halbzeit sehr seriös auch zu Ende gespielt haben. Und das war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, wir verfolgen da einen Prozess, den wir weitergehen. Wir wissen auch, wo wir herkommen. Deshalb versuchen wir da auch nicht abzuheben. Und Sandhausen wünsche ich alles, alles Gute für den Rest der Saison. Danke. Ja, danke schön, Fabian. Thomas, dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal hallo zusammen. Danke, Fabian, für die Worte. Ich habe den Anfang etwas anders bisschen gesehen. Klar ist St. Pauli, das konnte man auch in den letzten Wochen sehen, sehr dominant aufgetreten. Nichtsdestotrotz hatten wir bis zum 0-1 drei Konterchancen, eine Riesenkonterchance, wo wir nicht sauber genug abgeschlossen haben. Und im Gegenzug kriegen wir dann das 1-0 abgefälscht. Und ab dem Zeitpunkt war es eine andere Mannschaft, die ich in den letzten drei Wochen kennengelernt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich heute nicht viel dazu sagen. Ich möchte vorsichtig sein mit den Worten, die ich wähle, weil ich weiß, dass das eine sehr harte und mühselige Arbeit ist, die in den letzten Wochen auch war. Ich möchte auch nicht mit diesem Spielverlauf heute komplett zerhämmern. Die Jungs haben in den letzten Wochen richtig gut mitgezogen. Heute konnte man ab dem 0-1 nichts mehr davon sehen. Mit der roten Karte war das Spiel dann eigentlich für uns beendet. Wir haben dann nochmal versucht, kriegen dann mit dem Halbzeitpfiff das 4-0. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns trotzdem gewehrt. Ja, es war ja nicht so, dass St. Pauli nicht versucht hat. Trotzdem haben wir uns gewehrt und haben nochmal alles reingeworfen, dass wir hier nicht abgeschlachtet werden. Und am Ende des Tages war es ein hochverdienter Sieg für St. Pauli, die ihren Lauf fortsetzen. Und wir müssen uns jetzt in den nächsten Tagen wirklich schütteln und müssen schauen, mit welchen Spielern wir wirklich diesen Abstiegskampf endgültig angehen. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für St. Pauli. Dankeschön, Thomas. Kommen wir zu den Fragen. Die Kollegen von hier kenne ich, die Hamburger Kollegen möchte ich bitten, kurz Name und Medium zu nennen, damit wir wissen, wer fragt. Dann geht's los. Dann war ich ein bisschen vorschnell. Keine Fragen, dann vielen Dank. Ja, ich darf noch darauf hinweisen, für uns geht es weiter nächste Woche Dienstag mit dem Benefizspiel in Eppelheim um 19 Uhr. Wer da Zeit hat, gerne kommen, gerne unterstützen, auch ein wichtiges Thema. Dankeschön, bis dahin gesund bleiben, tschüss zusammen.